Wir haben Sonntag, den 11.12.2016, es ist 5:01 Uhr morgens und mein YouTube-Kanal BurnerTV hat 296 Abonnenten und 44.300 Klicks, liebe Leute, ja. Ich weiß, es ist wieder mal Sonntag, ihr wisst mal wieder nichts mit eurem traurigen Leben anzufangen, morgen ist Montag, ihr habt alle Angst vor Arbeiten, keinen Bock und so, ja. Aber egal, heute ist Sonntag, ihr wisst, was es heißt, ja, es ist wieder mal Zeit für eine Serie, ja. Und deswegen kriegt ihr jetzt einfach von mir Bernhard Serientipp mal wieder, ja, liebe Leute. Das heißt, schön Netflix anmachen, was zu essen bestellen, auf die Couch chillen und Nacht durchmachen, Serie gucken, ja. Habe ich nämlich auch gemacht diese Woche, ja. Ich habe eine Serie geguckt, bei der ich mich immer geweigert habe, sie zu sehen, ja. Wollte ich einfach nicht, ja, hatte verschiedene Gründe, das hat mich erstens nicht interessiert, nie, und aber dann kamen die Leute, boah, musst du gucken, ist voll gut und top, top und so. Gut, dann habe ich es einfach mal probiert, ja, weil es ist auch eine Serie, die man geguckt haben muss, alleine schon, ja, weil sie von Netflix ist und von Marvel, ja, es geht hier um Jessica Jones, ja. Und man muss sie geguckt haben, ja. Einfach nur, um sagen zu können, man hat den kompletten Marvel-Serien-Netflix-Kosmos hinter sich gebracht, ja. Ich habe bereits eine Folge zu Luke Cage gemacht, ja, die mir sehr gut gefallen hat, die Serie. Und es gibt ja noch eine andere herausragende Marvel-Comic-Verfilmung-Serie, ja, von Netflix, die überragend ist, aber kommen wir mal ein andermal dazu. Ja, und da habe ich halt es mir angetan, Jessica Jones zu gucken, ja, weil muss man eigentlich geguckt haben, weil, und am besten vor Luke Cage, weil Luke Cage wird quasi bei Jessica Jones eingeführt, ja, und ich rede jetzt nicht von Coitus, ja, wird so in die Handlung eingeführt, ja. Wenn ich recht dran denke, wird auch Luke Cage bei Jessica Jones eingeführt, ja, in der Serie, ja, jetzt mal ohne zu viel spoilern zu wollen, ja. Nichtsdestotrotz, ja. Warum habe ich die Serie nie geguckt? Weil, ja, es ist absolut nichts gegen Frauen, ja. Ich liebe Frauen, wirklich. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind Frauen bei mir eine 12. Ohne Probleme, ja, ohne Fragezeichen, ja. Aber wenn so Frauen halt so eine Actionrolle, Superhelden spielen, dann bin ich skeptisch, ja. Weil, was gibt es denn da schon für Frauen, für herausragende Superhelden, Frauen? Fällt mir jetzt mal spontan Catwoman ein, ja, aber wie kann man Catwoman nicht mögen, nicht lieben, ja, eine sexy Frau in Lack und Leder, das gefällt mir sehr gut, ja. Oder was gibt's da? Wonder Woman kommt jetzt ein Film raus, ja. Also ich brauche diesen Film absolut nicht, ja, aber Wonder Woman, die ist wenigstens halb nackt und man kann immer versuchen, unter ihren Rock zu gucken, ja, das macht noch Spaß, ja. Außerdem sieht die ja gar nicht mal so schlecht aus, wie Gal Gadot oder so, wie die spielt, ja. Film braucht niemand, ja. DC, Verfilmungen, die sind ja ehrlich gesagt bis auf die Dark Knight-Filme und die waren herausragend, ja, aber Superman Man of Steel ging noch, aber der Rest ist ja ein Witz. Letzte Batman, Superman ist halt Grüße, Schwachsinn, ja, egal. Nichtsdestotrotz, ja, Jessica Jones ist eine Superheldin. Kannte ich ehrlich gesagt auch nicht davor und dann, ja, was ist ihre Superkraft, ja, die ist einfach super stark, ja, und sie kann einfach sehr hoch springen, ja. Das ist der größte Witz aller Zeiten, den ich je gehört habe. Wenn man da sitzt und denkt, ey, wir müssen jetzt einen Superhelden kreieren, was kann er? Er ist sehr stark und kann sehr hoch springen, ja. Dann sagt doch gleich, er kann sehr gut lesen oder sehr, 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 sehr gut Mathe oder noch besser, er kann wunderbar atmen, ja. Was ist das? Er kann sehr hoch springen, ja. Es ist Ja, das ist ganz blöd, ja. Dann auch noch sie sehr stark, ja. Da gibt es auch schon Luke Cage und da ist Luke Cage ein 5 Meter großer Mutant, Alter. Ja, bei dem passt es, dass er stark und kugelsicher ist und sowas, ja. Aber die ist auch einfach nur stark, ja. So ein zierliches Mädchen, ja. Die optisch auch nicht mein Geschmack ansprechend ist, ehrlich gesagt, ja. Da kam ich jetzt nicht so auf meine Kosten, ja. Nichtsdestotrotz, ja, es ist eine Marvel-Serie und die Netflix-Marvel-Serien, die sind sehr, sehr gut. Die sind wirklich sehr gut gemacht. Auch wenn der Charakter von Jessica Jones mich jetzt nicht ansprechen sollte, ja, sind diese Serien einfach hervorragend gemacht. Die Atmosphäre, die erzeugt wird von dieser Stadt, ja, sehr, sehr geil. Wirklich einfach, es ist sehr anspruchsvoll, wie sie diese Atmosphäre erzeugen, diese Stadt, ja, ist wahrscheinlich New York, wo die das gefilmt haben, aber es kommt einfach rüber. Hell's Kitchen, wo das alles spielt, ja, sehr, sehr geil umgesetzt. Die Geschichte, ja, da passiert halt etwas, die ist Privatdetektivin, die ganze Zeit am Saufen, ja, aber so sieht diese Frau auch aus, ja, die prädestiniert,
ein Säufer und ein Junkie zu spielen, ja, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, ja, die ist die ganze Zeit im Saufen, Privatdetektiv, und die kriegt da so einen Fall, und sie hat natürlich auch einen Bösewicht, einen Gegenspieler, ja. Und dieser Gegenspieler, der ist interessant, sage ich euch. Der ist nämlich sehr, sehr begabt, indem er Menschen, die Gedanken der Menschen kontrollieren kann. Wenn er sagt, hier spring, dann springst du, egal wohin. Ja? Wenn er sagt, bring dich um, bringst du dich um. Wenn er sagt, kack jetzt auf den Boden, dann kackst du auf den Boden. Ja? Es ist sehr, 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 sehr gut gemacht, guter Schauspieler auch. Was mir daran aber jetzt nicht so sehr gefällt, ist einfach, dass ich mag es nicht, ja, wenn es auf der einen Seite einen Superhelden gibt, einen guten, der wirklich, wirklich einfach die Arschkarte der Superhelden gezogen hat, indem sie einfach ein bisschen stark ist und hoch springen kann, ja. Und auf der anderen Seite so ein Typ, der kann die Gedanken kontrollieren, ja. Das ist doch so ein Typ, der ist doch fast unbesiegbar, ja. Wie willst du einen besiegen, der einfach von jeglichen Menschen die Gedanken kontrollieren kann, ja? Ist eigentlich unfair, und sowas macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, ja. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, die Geschichte ist auch sehr gut. Absolut richtig geil. Hohes Netflix-Marvel-Niveau. Luke Cage wird auch also vorgestellt in dieser Serie. Auch sehr gut gemacht, weil ohne ihn wäre die Serie bei weitem nicht so in Ordnung, wie sie ist. Ja, ich sag nicht, dass sie hervorragend ist, sie ist in Ordnung, ja. Und aber liebe Leute, ja, egal, wie sehr ich jetzt vielleicht diese Serie jetzt ein wenig kritisiert habe, nichtsdestotrotz habe ich sie angefangen, und ich habe erst wieder aufgehört, als die Staffel vorbei war. Ja, es sind 13 Folgen, ich habe die am Stück geguckt. Ja, mir ist 8 Tage Bart gewachsen. Ja, ich habe gesehen, wie mein Bart gewachsen ist, während ich das geguckt habe. Es ist auch spannend. Ja, ich habe weitergeguckt. Ja. Gibt auch sehr krasse Szenen, wirklich sehr, sehr krasse Szenen und sehr gute Folgen in dieser Staffel auch. Und es geht halt darum, dass der Bösewicht namens Kilgrave diese Jessica einmal entführt hat und sie quasi mental vergewaltigt hat, und nicht nur mental. Und ja, und sie jetzt Angst hat, wieder unter seine Kontrolle zu kommen. Und dann, wie bekämpft man so einen? Darum geht es eigentlich in dieser Serie. Und ist schon wirklich sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel meckern, ja. Ich bleibe dabei, ja, also eine weibliche Darstellerin, so wie sie es halt ist, ja, die mir auch nicht vom Äußerlichen irgendwas gibt, so, ist nicht so super. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen die Serie jetzt mal nicht plattreden, ja. Und vor allen Dingen, liebe Serienjunkies, wenn ihr ein wahrer Serienjunkie seid, ein hilfloser Fall, ja, hoffnungsloser Fall, da muss man das auch einfach gesehen haben, liebe Leute, ja. Es gehört dazu, die Marvel-Netflix-Serie muss man alle komplett gucken, weil die bauen aufeinander auf, ja. Die sind richtig krass verwoben miteinander. Und ist natürlich auch sehr geil, dass Rosaria Dawson, die in allen Serien mitspielt, auch hier dabei ist. Und ich liebe sie, sie ist einfach mein Darling. Ja. Sie ist einfach wunderbar, eine wunderbare, schöne, herzensgute Frau. So süß, einfach wunderbar niedlich. Ja. Ich will sie einfach in meinen Arm nehmen und andere Dinge mit ihr machen, weil sie wunderbar ist. Ja. Sie hat die Serie auch für mich sehr gut, sehr, sehr, sehr stark gerettet. Und ja, nichtsdestotrotz. Diese Marvel-Netflix-Verfilmung, liebe Leute, kriegt von mir, ja, wir wollen mal nicht so sein, 7 von 10 goldenen Luigis, ja, weil sie ist eigentlich im Grunde vollkommen solide. Nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, aber bei weitem auch nicht das Schlechteste. Ja. Ich weiß, ich wollte euch jetzt eigentlich hier Serientipps, eigentlich nur gute Serien empfehlen, so, aber ich habe sie die komplette Woche, also ich habe sie in dieser Woche gesehen, komplett, und ja, das wäre ein Verbrechen, wenn ich es euch vorenthalten würde, ja. Also wenn ihr Frauen seid, gefällt es euch bestimmt, ja. Wenn ihr Männer seid, ihr verpasst nichts, wenn ihr es nicht gesehen habt, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr ein Serienjunkie seid, müsst ihr es einfach in eurem Repertoire haben, auch Jessica Jones gesehen zu haben, ja. Ich frage mich wirklich, warum Netflix eine zweite Staffel macht, ja, weil die brauche ich eigentlich nicht, ja. Aber gut, die ist ja auch bei den Defenders und so, habe ich gehört, kommt ja auch noch alles raus und so, ja. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, man muss es gesehen haben, um sagen zu können, man hat es gesehen, erledigt, abgestempelt, weiter, ja. Und so schlecht ist sie eigentlich nicht. Der Bösewicht ist sehr, sehr stark, ja. Jessica Jones, die ist in Ordnung, ja. Rosaria Dawson, super fürs Auge. Luke Cage ist da, die Coolness, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, auf jeden Fall. Also, ist kein Muss, aber sollte man gesehen haben, ja. Tut mir leid, dass es in diesem Sinne jetzt nicht die überragende neue Serie ist, die ich euch empfehlen kann, ja. Aber
die nächste Woche kommt, dann kriegt ihr den nächsten Serientipp. Und ich garantiere euch, nächste Woche gebe ich euch eine Serie, wo ich sage, ey, wenn ihr die nicht gesehen habt, dann seid ihr es nicht würdig, ja, überhaupt eine Serie zu gucken, ja. In diesem Sinne, guckt Jessica Jones alleine, um sagen zu können, ihr habt es gesehen. Pflichtprogramm, ja, ihr werdet auch gut unterhalten. Es ist wirklich nicht so schlecht, wie ich es mache. Es ist nicht schlecht, ja. Es gefällt mir persönlich einfach nicht, aber es ist eine Netflix-Serie, die ist übertrieben gut gemacht, definitiv, ja. Hat mir einfach persönlich jetzt nicht so sehr gefallen wie Luke Cage oder die aktuell dritte Serie von Netflix, Marvel, ja. Die ist der absolute Wahnsinn. Die kommt auch noch, liebe Leute. In diesem Sinne, haut rein, guckt da mal rein, ja, gebt dem eine Chance. Und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein und viel Spaß. Ciao, ciao.